Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Gestern haben wir endlich den Friedhof hinter uns gebracht und nun können wir ins Zentrum vordringen von Sektor 7. Und da werden wir dann Barrett und die anderen unterstützen. Viel Spaß! Mitglieder von Avalanche! Wir wissen, was ihr plant. Ihr habt es auf den Pfeiler von Sektor 7 abgesehen. Doch Shinra wird den Terroristen niemals beugen. Der Pfeiler ist augenblicklich zu räumen. Ich wiederhole. Shinra wird sich Terroristen niemals beugen. Der Pfeiler ist augenblicklich zu räumen. Ihr verlogenen Schweine! Dort, da ist Avalanche! Halt, nicht weiter! Scheiße, Shinra Abschau! Sie wollen Sektor 7 wirklich opfern? Nicht mit mir! Tifa! Okay. Ich laufe hier noch ein bisschen rum. Ich hab's jetzt nicht eilig. So, hier ist nichts. Ja, wir sind zurück am Bahnhof. Da, wo alles angefangen hat. Also, auf der anderen Seite jedenfalls. Weiß nicht, manchmal sind die freundlich, manchmal sind die böse. Also, ich hab hier die selber nicht. So. Ich hab keine Ahnung, wie ich jetzt hier angreife. Irgendwo muss hier wieder ein Boss dazwischen sein. Los geht's. Nicht mit mir! Verrecke! Da ist er doch. Wo ist er? Da! Impulshieb gegen ein höllisches Wesen, naja. Ja, jetzt ist zu spät. Er ist schon der Schocker fertig. Mein Einsatz. So, wir haben die schon mal analysiert, oder? Nee, offensichtlich nicht. Na gut. Nee, stehlen, Analyse. Nur kein Übergang. Unbekannt, seine Schockleiste lässt sich normalerweise nur langsam füllen. Sie füllt sich jedoch schneller, wenn die Kreaturin eingeschüchtert ist. Okay, ja, gut. Dann würde ich sagen, mach mal ein bisschen Magie. Ich liebe ja Blitz, deswegen mach mal Blitz. Das wird wehtun. Okay. Und dann wieder auf den anderen. Aber was sind das für Viecher? Zuerst haben die uns geholfen und jetzt wollen die uns nicht mehr helfen. Das ergibt alles einfach keinen Sinn. Nicht mit mir! Verrecke! Das ergibt einfach alles keinen Sinn. Keine Chance! Ja, schade. Den letzten, wo ist der letzte? Hey! Was soll denn das? Das ist jetzt nicht wirklich nett. Wie lange geht das so? Überlass das mir!
Nee, das ist der falsche. Da ist einer. Da, den hier wollen wir angreifen. Leute. Du schaffst das schon. Ich übernehme. Den hier. Vor allem verlieren wir so wenig Leben bei denen. Die sind einfach wirklich nur da, um uns abzufacken, hab ich das Gefühl. Jetzt gibt's Dresche. Alles geben. Jawohl. So, und Ende des Schreckens, bitte. Hat der Kollegen mitgebracht. Der ist schon wieder schon kapfällig. Und jetzt nicht mehr. Entscheide dich. Na gut. Dann geht's um dein Freund hier. Oh. Die machen die mal wirklich Schaden. Die sind einfach nur da. Das ist ja das Störende an dem. Ich bin bereit. Genug. Na komm, noch ein bisschen. Aha. Er ist ja natürlich nicht mehr schockert, bin ich. Naja. Gut, kümmern wir uns um dich. Oh, schon wieder. Komm schon! Da heilt sich der durch, ne? Der ist arbeiten wir im Team. Ich mach das. Ja, da bist du. Achso, das ist der Falsche. Wo ist dein Kollege? Ach, da. Ich liebe Störung. Los geht's. Das sollte reichen. Schluss mit Luftig. Nachschlag. Ja. Und Ende des Schreckens. Komm. Setzt du das aus? Und los. Das war das Ende des Schreckens. Es ist vorbei. Es sind zu viele. Naja, die haben ja Umhänge an, ne? Also rein theoretisch sind es diese Klone. Eris. Die Toten. Gehen wir. Ich habe eine Theorie, Leute. Und zwar, die Soldaten bekommen ja Marku ab. Marku ist Energie von der Erde. So, jetzt versuchen die Sephiroth wiederzubekommen, indem sie einfach einen Soldat nehmen und diesen mit... Ja gut. Nicht nur Marku-Energie, es gibt noch eine andere Sache, die ich jetzt nicht erwähnen darf. Aber sagen wir mal, sie stopfen sie mit Marku-Energie plus ein bekanntes Ding voll. Und wenn sie sterben, dann werden sie Teil der Erde. Und die Erde versucht, keine Ahnung, ihr eigenes Ding jetzt durchzuziehen mit den Geistern. Naja. Dann wollen wir mal. Auf ins letzte Gefecht, Freunde. Wird wahrscheinlich nicht das allerletzte sein, aber ein letztes. Das ist Barrett. Alles okay? Ach, Cloud. Es ist Shinra. Sie wollen die Platte abstürzen lassen. Wissen wir. Ich muss zurück. Barrett und die anderen sind noch... Warte. Bleib bei Wedge. Ich gehe nach oben. Ich gehe auch. Ich kann doch noch kämpfen. Biggs hat mich beschützt. Wedge, überlass das lieber Cloud. Ich verarzte ihn. Biggs! Jesse! Barrett!
Wedge, bitte. Mach, was Tifa dir sagt. Nein, meine Heilung. Da bist du ja endlich. Der Kindergärtner. Werd etwas aufräumen, bevor der Alleskönner hier auftaucht. Zusammenschluss mit Avalanche. Ah, meine Heilung ist weg. Na gut, ich habe noch meine eigene, aber... Psst. Sagt es denen nicht. Ich habe immer Heilung am Start. Wir sollten kurz mal was rum. Ich glaube, Cloud war der Einzige, der ein bisschen Damage abbekommen hat. Na gut, gibt es hier noch ein paar Megatränke zu kaufen für einen halben Preis? Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. So, ich bin jetzt alleine, ne? Ne, irgendwie nicht. Ach, Barrett. Achso, doch. Alle weg. Okay, Cloudy. Du bist jetzt auch fertig, ne? Ich glaube, wenn ich das Panzerschwert jetzt verbessere, dürfte das sogar das Stärkste sein. Gucken wir mal. So, magische Attacke. Ja, machen wir erstmal physische Abwehr, magische Abwehr. TP-Maximum, Materia-Slot zusätzlich, physische Attacke, erstmal ein bisschen auf Damage gehen und magische Attacke. So. Ja, du bist eher so das Allround-Schwert, was alles kann, ne? Ja, damit hast du auch die Eisenklinge eingeholt, aber wir können sie ja noch leveln. So, machen wir. Was da? Regeneriert bei Erleiden von großen Schaden MP. Oh, gut. Erhöht physische Abwehr. Erhöht magische Abwehr. Erhöht magische Attacke. Physische Attacke. Und die Eisenklinge eigentlich. Brauchen wir die magische Attacke auch noch. Oh. Und das Ding ist eh scheiße. Ich mag's einfach nicht. Ganz ehrlich, ich mag's einfach. Ja. Ich würde sagen, wir gehen aufs Panzerschwert. Nein! Damit haben wir angefangen und damit werde ich es beenden. Sehr schön. Ach ja, schön, das alte Schwert wieder dabei zu haben. Das ist doch echt zum Haare raufen. Können die nicht einfach aufgeben? Du sagst es, hab ordentlich was abbekommen. Verdammt, ich werd hier noch verrückt. Zweite Etage, nicht... Herr Lugadisten, ich mach mal ganz kurz euer Geschütz jetzt erst platt. Hier ist noch einer. Schick Verstärkung. So, Schwertsturm. Na gut, weil ich mal bei dir bin. Scheiße! Es ist aus. Okay. Du kannst mich ruhig abballern. Das macht mir nichts. Was? Schwach. Da heilt er sich einfach. Und guckt dann zu, wie ich sein Geschütz fertig mache. Ach! So einer bist du, ja? Hier. Ich bin bereit. Verschwende. Weiter geht's. Das war einfach. Oh, ich bin ganz schön stark geworden, meine neue ganze Fähigkeit und so. Ist schon funny. Nein! Du glaubst wohl, damit kommst du durch! Ha!
Bis hier und nicht weiter. Kleine Schocktherapie. Du entkommst nicht. Ah, der greift mich gerade an, ey. Das ist nicht gut. Mann, ich hasse Schildträger. So, machen wir mal Störung hier. Los geht's. Scheiße. Keine Chance. So, Versuch. Jetzt darfst du kommen. Perfekt. Und jetzt auch eine Störung gegen mein Einsatz. Ich liebe Störung. Störung ist einfach the best. Keine große Sache. So, kleine Heilung. Wir können höchstwahrscheinlich nicht hochgehen, oder? Nee. Hier ist abgesperrt. Dann schauen wir uns doch hier unten. Hier hinten zuerst um. Fake-Kisten. Oh. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich dachte, hier wäre der Weg. Ach, das noch. Hä? Was? Was denn? Ernsthaft? Ich habe gar keine Magie, ne? Ja. Und tschüss! Jetzt läuft er zu Fuß weiter. Was? LOL! Oh oh. Tentakelspeer. Macht der auch irgendwas? Los! Aber wisst ihr was? Ist mir egal, was ihr macht. Ich mache einfach End of den hier. Und dann bin ich wieder fast voll geheilt. Was ist denn los? Genug. Volle Kraft. Ja. So, das war der erste. Nur weil ich so ein Item eingesammelt habe. Nimm das. Nee, abgeblockt. Oh, könntest du da bitte verschwinden? Komm mal näher. Komm mal näher. Oh, okay, komm, wir laufen mal ein Stück. Komm mal hierher. Kannst du nicht nach draußen schweben. So, weißt du, was du jetzt abbekommst? Ich bin bereit. Der Feind ist geschwächt. Okay. So, ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Komm doch gar nicht hoch. Haha, doch, komm ich. War ein Troll. Er wird versorgt. Keine Angst. Das ist ja gut. Sicher auf vier Pfoten gelandet. Nicht reden. Oben geben Sie alles. Bitte, Cloud. Hilf Ihnen. Und was ist mit dir? Und was ist mit dir? Ich kämpfe hier weiter. So ein paar hundert reiß ich noch mit. Bist nicht der Einzige, der was drauf hat. Eins noch. Der Helmchenhof. Das Waisenhaus. In Sektor 5. Geh doch mal hin und sieh nach. Nichts da. Das machst du selbst. Magst wohl keine Kinder. Genau. Wo du selbst noch eins bist. Glück, Cloud.
Das Schicksal der Welt lastet auf dir. Ich komme zurück. Der lebt noch. So, wir gucken natürlich wieder hier hinter. Halt! Auffällig blau war hier. Und dann werden wir jetzt Barrett unterstützen und wie zu Anfang mit Barrett rumlaufen. Der chillt hier einfach, soll's arbeiten, ey. Unglaublich. Guck mal, wie die hier überall pennen. Wir stellen ihn. Echt jetzt? Wow. Das sind Assis. Und weiter. Genau so. Ich komm nicht an die ran. Bin bereit. Schwein. Naja, gut. Warum habe ich gar keine Magie dabei? Weil ich gedacht habe, ich glaube, wir hätten wieder alleine rumlaufen. Oh, er schockert völlig. Aber ich muss Schock einsetzen. Was? Oh, das sind Pissgegner! Ich hasse Gegner in der Luft. Immer, in jedem Spiel. Alles im Griff. Ich warte auf mein Limit, so sieht's aus. Na komm, schlag mich doch. Weiter. Habt ihr es nicht drauf oder was? Luftkommandant, ey. Verdammt! Wenn wenigstens einer von denen weggehen könnte. Das alles? Schlimmer als jeder Boss hier. Und vor allem, wenn ich dann mein Limit habe, okay. Ja super, dann fliegen die einfach weg. Kann ich sie auch nicht treffen. Schwach. Ja komm, macht einfach. Und weiter. Oh, das ist so traurig. Oh, mein Limit ist gleich voll, ey. So, du bist ja gerade so schön bei mir, ja? Jetzt gebe ich alles. Ausgezeichnet. Alles geben. Das war nice. So, jetzt bist du alleine. Was machst du jetzt, wenn ich mich heile, hä? Okay. Alter, komm doch hierher auf die Kampffläche. Wo gehst du denn hin? Los! Guckt euch das an, wo er kämpft! Schwach. Was ist das für ein Gegner? Ach, um Himmels Willen. Ich kann doch nichts gegen ihn einsetzen. So, jetzt aber. Komm ich mit der Störung ran? Los geht's. So ein mieses Geschöpf. Alles im Griff. Guck, er fliegt auch immer wieder dahin zurück. Oh, jetzt ist dein Ende gekommen, Alter. Jetzt ist... Oh, hier, du dreckiges... Genug. Oh, seid ihr nervig. Oh, ja, komm, jetzt drei von denen, die auch wieder nach draußen fliegen, weil... Was habt ihr da von ihr Kisten? Habt ihr den Gegnern gerade eben zu verdanken, dass ich jetzt sauer bin? Nein. Aber in Ordnung. Sind nur ein paar Gardisten zusammen mit dem Typen. Wenn ich jetzt diesen Gardisten einfach mal mit Störung erledige, oder? Dann ist das schon mal einer weniger.
volle Kraft. So, dann wehren wir jetzt mal den nächsten Angriff ab. Gut, der trifft eh nicht. Und weiter. Und dann Schrotflinte. Ja, dann macht er eine Schrotflinte. Ich bin bereit. Ach komm, ich bring grad den Kollegen um. Lass mich in Ruhe. Tschüss. So, dann machen wir jetzt Chakra. Dann machen wir nochmal Chakra. Alles im Griff. Wenn es weitergeht, habe ich gleich mein Limit. Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Bist du eine Lachnummer, Alter? Komm, komm einfach her. Komm. Ich habe keine Fähigkeit frei. Ja, komm her, Mann. Wieder einfach weg. Guckt euch diese feige Sau an. Komm, bitte lass mich mit Störung ankommen. Mein Einsatz. Nicht gut. Einfach nur purer Hass. Purer Hass auf diesen Jungen. Ja gut, ich kann warten. Komm. Okay. Du kannst doch eh nichts machen gegen mein Chakra. Schwach. Hätte ich jetzt bloß nur irgendeine Magie am Start. Zwecklos. Komm her, Mann. Komm einfach her. Und weiter. Irgendwann muss er zu mir kommen. Und dann kriegt er es ab. Jetzt habe ich meinen ersten ATB-Balken. Jetzt kommt er an, macht seinen scheiß Propeller. Und dann. Komm, bitte. Bitte sei einfach meiner Nähe. Du dreckige. Das wird so nichts. Natürlich wird das nichts. Was für ein Abschaum von Gegner ist denn das bitte? Was machst du da? Hä? Alles geben. Was war denn das jetzt? Der kommt zu mir geflogen und taumelt rum. Was ist das? Ich glaube, sein Propeller war einfach überhitzt. Hast du verdient, die Ultimate. Die Ultimate hast du verdient. Okay, das ist gar keine Leiter. Wie kommen wir jetzt noch höher? Die offensichtlich nicht. Die ist kaputt. Hier kommen wir höher. Dass man die Pfeile einfach so hochklettern kann. Vor allem habe ich es ja am Anfang erwähnt, dass man die Pfeile einfach sprengen kann. Ich habe ganz vergessen, dass das tatsächlich der Fall wird. Also ich wusste es wirklich nicht mehr. Welchen Zufall. Vielleicht wusste ich das unterschwellig noch. Wer weiß. Endlich erklimmen wir diesen Turm. Oben der Gegner und unten Aerith. Wie das Ganze ausgeht, das erfahren wir in den nächsten Folgen. Haut rein, ciao.